Ja, heute haben wir wieder speziell fürs Elbenwald-Festival etwas geschrieben, was natürlich auch eine Fanfiction irgendwie ist mit Harry Potter, also mit 5 Charakteren. Deswegen wird das ein bisschen spannend zu dritt. Wir haben den Julian alleine und Reni verkörpert 2 Personen und ich verkörper 2 Personen. Das werden wir hoffentlich irgendwie, vielleicht können wir direkt mal einen Test machen. Also ich bin Hermine und Luna, vielleicht können wir das schon mal vorab sagen. Das erkennt ihr auch bis nach ganz hinten, oder? Dass ich Luna bin. Einmal bitte mal so nicken, erkennt man das super. Und Reni, wir wussten nicht, was typisch Pansy und was typisch Ginny ist. Genau, ich verkörper Pansy und Ginny. Ich versuche das auch ein bisschen irgendwie darzustellen. Ich versuche es hochzuhalten. Das sieht ein bisschen bescheuert aus die ganze Zeit. Aber Julian! Da hinten. Julian, geh schon mal direkt nach hinten und lass dich verkabeln. Oh Gott, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Unser Setting, vielleicht können wir das ein bisschen erklären. Kennt, also ich glaube, wobei, es sind gar nicht so viele so richtig junge dabei. Wer von euch kennt denn noch Herzblatt von ganz früher? Es sind noch ein paar Leute. Ja, es sind noch ein paar Leute. Und wir haben das so ein bisschen angelehnt. Wer Herzblatt aber nicht kennt, also es gibt einen Kandidaten. In unserem Fall ist das der Julian, der als Draco ist, der uns nicht sieht. Wir wollten jetzt nicht blöd eine Wand dazwischen stellen, das wäre irgendwie doof. Der uns 4 Kandidaten nicht sieht und dann nachher also Fragen stellen darf, um dann herauszufinden, wer dann am besten zu ihm passen könnte. Und das haben wir jetzt eben mit Draco, Pansy, Ginny, Luna und Hermine gemacht. Genau. Mal gucken, für wen er sich am Ende entscheidet oder was alles so passiert. Habt ihr Bock? Ja, müsst ihr ja, ne? Ihr seid so still. Okay, zu jeder guten Show gehört natürlich auch ein cooles Intro. Ja. Und da hat hier, wo ist der denn? Der und mein Fotograf, mein Chef in Wirklichkeit, hat für uns ein schönes Intro eingesprochen. Und damit beginnen wir die Lesung. Und ich hoffe, das klappt jetzt alles. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und ich hoffe, ihr reagiert, wenn ihr irgendwas wiedererkennt. Reagiert, lacht, klatscht, ruft rein. Seid dabei. Genau. Habt Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Beauty and the Wizard, der Show, in der der wahre Felix Felicis gefunden wird. Gesponsert werden wir heute von Madame Puddifoots und Weasleys zauberhafte Zauberscherze. Unser heutiger Herzensbrecher ist erfolgreicher Sucher. In Konflikten droht er gerne mit seinem Vater und sein Lieblingstier ist ein Frettchen. Hier ist der denkwürdig durchtriebene Draco. Auf der anderen Seite haben wir unsere 4 reizenden Kandidatinnen. Kandidatin Nummer 1 hält sich am liebsten mit einem guten Buch in der Bibliothek auf, um mit ihrem dort erworbenen Wissen anzugeben. Manchmal sind ihre Argumente wie ein Schlag ins Gesicht. Wortwörtlich. Herzlich willkommen. Kandidatin Nummer 2 ist eine Schlange durch und durch. Sie stellt sich gerne über andere und lässt ihren Gegenüber diese Ablehnung auch deutlich spüren. Auch wenn sie ihre zarte Seite öfters leugnet, sie hat eine Schwäche für süße Einhörner. Ich bitte um einen herzlichen Willkommensapplaus. Kandidatin Nummer 3 ist eine Träumerin. In ihrer Freizeit sucht sie gerne Schlickschlupfe. Hinter ihrer träumerischen Fassade verbirgt sich aber ein schlaues Köpfchen, welches in unerwarteten Momenten hilfreich zum Vorschein kommt. Willkommen! Kandidatin Nummer 4 möchte eigentlich nicht hier sein und ist nur moralischer Beistand für eine Mitkandidatin. Weitere Infos wollte sie uns nicht über sich geben. Nachdem sich nun alle eine Übersicht verschaffen konnten, Herzensbrecher Draco, stell deine Fragen an deine geheimen Bewerberin. Endlich. So, ich habe mir Gedanken gemacht, welche Fragen ich euch heute stellen könnte und habe mir dafür die Zeitung Google zu Rate gezogen, welche die ersten Fragen zu einem Date sein sollten. Also, Kandidatin Nummer 3, welcher Emoji wärst du? Das ist jetzt nicht sein Ernst. Das ist eine wundervolle erste Frage zum Einstieg und es ist wirklich wichtig zu klären,
Auf diese Antwort basiert einfach so vieles. Ich wäre ein Mond. Okay, danke. Kandidatin Nummer 2, über welche Frage würdest du dich freuen? Nett, dass du fragst. Ich würde mich freuen, wenn es dich interessieren würde, was für mich so No-Gos bei einem Date wären. Naja, so ein absolutes No-Go wäre es natürlich nicht, mit mir auszugehen. was sind deine No-Gos bei einem Date, Kandidatin Nummer 4? Ist es dein verdammter Ernst? Wenn du anwesend wärst, wäre das ein definitives No-Go. Oha. Da ist jemand temperamentvoll. Das gefällt mir. Willst du mich verarschen? Wenn du so weitermachst, dann trete ich dir sehr temperamentvoll in deine Genie, sei nicht so unhöflich. Lass mich! Der Typ hat sie doch nicht mehr alle. Und ich weiß auch gar nicht, was wir hier gerade machen. Du findest überall jemand Besseren als hier, bei diesem Troll. Sogar bei dieser komischen Muggel-Plattform, wie hast du gesagt, Tinder? Tinder. Und ich war da natürlich nie angemeldet. Es war rein theoretisch gemeint, dass es so etwas gibt. Was ist denn mit diesem Dagi-LP? Der ist zwar super eifersüchtig damals auf Ron gewesen, aber der würde dir jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Ginny, das ist definitiv der falsche Ort, darüber zu sprechen, ja? Was ist deine Lieblingsverschwörungstheorie, Kandidatin Nummer 1? Oh, da fallen mir so viele ein. Dass es die Riesenkrake eigentlich Godric Gryffindor ist, Snape ein Vampir. Aber ich glaube, meine Lieblingstheorie ist, dass Blaise Sabini ein Transgender sein soll. Das ist keine Theorie, das ist Fakt. Im ersten Schuljahr war er damals noch im Mädchenschlafsaal. Was? Okay, interessant. Gut. Kandidatin Nummer 3, welches ist deine Lieblingsverschwörungstheorie? Also, ich habe gehört, dass es einen Würfel namens Talos geben soll, der die innersten Herzenswünsche erfüllt. Ich glaube, er ist irgendwo an einem magischen Ort versteckt, aber niemand weiß, wo es ist. Außer vielleicht Lysa Grimm. Wer ist Lysa Grimm? Draco? Was ist denn eigentlich dein innerster Herzenswunsch? Naja, frei über mein Leben zu bestimmen, die Frau, die ich liebe, heiraten zu dürfen, vielleicht auswandern, die Welt sehen. Ich meine natürlich meinen reinblütigen Stammbaum erfolgreich mit einem Erben fortführen. Ja, genau. Das klingt unfassbar traurig. Ja, ich finde, ein Malfoy zu sein, ist unfassbar traurig. Ginny, jetzt hör auf! Für mich hört sich das so an, als wäre da jemand eifersüchtig. Eifersüchtig? Ich? Auf dich? Da beneide ich eher das Dasein eines Flubberwurms. Na, sei da mal nicht so voreilig. Kandidatin Nummer 1, stell dir vor, wir wären schon eine Weile zusammen und ich stelle dich meinen Eltern vor. Wie würdest du reagieren? Also erstmal wäre es für mich natürlich eine Ehre, deine Eltern kennenlernen zu dürfen, wenn es so gut zwischen uns funktioniert. Ich finde, es beweist sehr viel Vertrauen, aber es ist natürlich auch die Frage, ob sie mich mögen würden. Ja, man stelle sich vor, Mama, Papa, darf ich vorstellen, meine neue Schlammblutfreundin? Ich würde sagen, eine Enttäuschung. Sind wir über diese Werte nicht mittlerweile weit hinaus? Welches? Stolz auf seine Herkunft zu sein? Nein, andere Leute wegen ihrer Herkunft zu diskriminieren. Das sind vielleicht deine Ansichten, aber nicht meine. Der Blutstatus ist nicht alles. Ich habe auch noch andere Qualitäten. So, ist das so, ja? So war das nicht gemeint. Ich kann sehr vernünftige Unterhaltungen führen und ich glaube, um die Eltern kennenzulernen, ist das schon mal ein guter Anfang. Wenn du dich damit besser fühlst, dann red dir das nur ein. Ich denke, ich könnte deinen Eltern perfekt von mir überzeugen. Mir wurde von Geburt an der richtige Umgang und das Verhalten in anerkannten Zaubererfamilien beigebracht. So wie sich das auch gehört. Man sollte immer die richtige Etikette beherrschen. Also, ich würde ihnen einen Tee anbieten, oder der sie aus dem Inneren von jeglichen negativen Gefühlen befreit und sie vor Schlickschlupfen schützt. Wir denken immer viel zu sehr über das Schlechte nach und das zieht Energien an, die wir nicht bei uns haben wollen. Du bist ein bisschen merkwürdig, aber das ist nicht unbedingt neu oder überraschend.
Wer hat dich überhaupt hier eingeplant? Stell dir vor, Kandidatin Nummer 3. Wir machen Urlaub an einem schönen Strand und es kommt an einer Bar eine andere Frau und fängt an, mit mir zu flirten. Als ob. Was würdest du tun? Ich hätte so viel Vertrauen in dich, um damit zu rechnen, dass du früher oder später darauf hinweist, dass du bereits in festen Händen bist. Das würde dir nichts ausmachen. Was willst du eigentlich, Mr. Playboy? Sollen wir für dich die eifersüchtige Bitch spielen, nur weil du dich als Mensch dann besser fühlst? Naja, ich kann's bloß nicht so richtig nachvollziehen, dass ihr da ruhig bleiben würdet, wenn mich eine andere Frau anbaggern würde. Ich würde sofort dazwischen gehen, wenn ich sehen würde, dass irgendein Möchtegern meine Freundin anquatscht. Tja, da wären wir beim Thema. Erstens bist du ja wohl der größte Möchtegern hier. Und zweitens mangelt es dir dann, offenbar, wie Luna sagte, am Vertrauen zu deiner Partnerin. Darf sie wenigstens alleine das Haus verlassen? Klar, zum Einkaufen. Wow. Wir sollten lieber schnell weitermachen, bevor ich dir deine Schovi-Zunge noch an deinen Gaumen klebe. Meine Güte, die Mädels verstehen heutzutage auch echt keinen Spaß mehr. Das gibt's doch nicht. Also gut. Nummer 4. Stell dir unser perfektes Date vor. Was würdest du an einem Mondscheinabend machen? Reingehen. Mein Gott. Du... Das hier läuft völlig aus dem Ruder. Ich weiß, du willst nicht wirklich hier sein, aber kannst du vielleicht zumindest ein bisschen mitmachen? Zumindest einigermaßen nett antworten? Also, ich würde natürlich mit dir bei einem wunderschönen, super zum Kotzen kitschigen Picknick den Mondschein anschauen und hoffen, dass ein super duper romantischer Abend daraus wird. Besser? Ich bin mir da nicht sicher. Okay, Kandidatin 1, wenn du dich überall so besserwisserisch einmischen musst, was mich nebenbei an irgendjemanden erinnert, dann beantworte du doch einfach die Frage. Also, ich weiß nicht. Also, ein Mondscheinpicknick hört sich doch eigentlich ganz gut an und dabei könnte man sich gegenseitig etwas vorlesen oder ein Hörbuch anhören und den Abend genießen. Ich habe gehört, da gibt es einen super YouTube-Channel, wo es immer wieder neue Geschichten gibt. Was zur Hölle ist denn jetzt wieder YouTube? Ja, das ist halt so ein Muggelding. Da kann man Videos zu verschiedenen Themen machen, zum Beispiel auch Geschichten vorlesen und das dann für alle zugänglich machen. Moment. Was genau sind denn erstmal Videos? Okay, also ich... Das sind quasi wie Erinnerungen im Denkarium, nur dass sie fiktiv sind? Aha. Und das hören sich Menschen an. Damit verschwenden Muggel ihre Zeit. Ja, kein Wunder, dass sie mit allem so rückständig sind. Also so rückschrittlich sind Muggel doch überhaupt nicht. Tu mal nicht so, als hättest du die größte Ahnung. Und ja, das hören sich Menschen an. Naja, wenn du das so meinst. Ja, kommen wir also zur nächsten Frage. Kandidatin 1, diesmal wirklich an dich. Was würdest du für einen Tagesausflug planen, wenn wir zusammen unterwegs wären? Puh, da kommt es natürlich drauf an, was man im Allgemeinen gerade so los ist. Ne? Momentan ist es ja eher schwierig, eine Veranstaltung zu finden, aber eine Idee hätte ich da. Wir könnten zusammen aufs Elbenwald-Festival gehen und ich glaube, da könnte man echt viel Spaß zusammen haben. Die Story kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist so ein bisschen 2019, ne? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Also ich finde so ein Festival super. Man kann dort viel machen und sehen und jede Menge Spaß haben. Was soll das denn sein? Ein Muggelfestival oder was? Ich bin mir nicht sicher, ob das der perfekte Ort ist, um den Tag zu verbringen. Stell dich nicht so an. Muggel sind nicht giftig. Du tust ja so, als hätten die alle ein Virus, der ansteckend ist. Nun... Also, wirklich, das Festival ist super und du würdest eine Menge Spaß haben, wie Kandidatin Nummer 4 schon gesagt hat. Okay. Ich gebe mich geschlagen. Vielleicht ist das ja wirklich gar keine so schlechte Idee. Kandidatin Nummer 3. Ich habe Geburtstag. Was würdest du mir schenken? Also, ich würde dir gerne ein Paket zusammenstellen mit allen möglichen Dingen, die schützen sollen. Außerdem ein Jahresabo, ja, vom Klitterer. Denn dann kannst du dir noch viel besser dich über alle Geschöpfe informieren. Aber das Allerwichtigste wäre ein zusammengestelltes Paket bestehend aus Kerzen und Postkarten aus dem Etsy-Shop von Melina, der Putzfrau. Natürlich angepasst an dein Haus.
Wow, das war die schlechteste Schleichwerbung, die ich in meinem Leben je gehört habe. Übrigens, ein paar der Sachen gibt es auch hier im Elbenwaldstor in diesem Festival. Wow, einfach nur wow. Wir sind hier nicht bei QVC. Ach, und das kennst du jetzt, oder was? Ja, jeder kennt doch den Quidditch-Verkaufs-Channel. Beliebtester Shopping-Kanal nach Wood Super Duper Shop. Ja? Also, Kandidatin Nummer 2. Was würdest du kochen, wenn ich von einem harten Arbeitstag wieder zurückkomme? Also, ich selbst würde nichts kochen, denn ich denke, wir haben das passende Personal angestellt. Außerdem gehe ich davon aus, dass auch ich dann von einem langen Arbeitstag nach Hause kommen würde. Und dann könnten wir uns entspannt zusammensetzen und in Ruhe was essen. Am liebsten natürlich ein großer Teller voller saftiger Chicken Wings. Hm. Ja, das klingt wirklich gut. Kandidatin Nummer 1. In meinem Leben ist reich sein etwas ganz Normales. Aber was würdest du tun, wenn du unbegrenztes Geld hättest? Was würdest du dir kaufen? Also mein Herzenswunsch wäre es, meine Hilfsorganisation B.Elfe.Duo groß aufzuziehen und ein Headquarter zu errichten und dann selbstverständlich alle Elfen aus ihrer Sklavenschaft befreien. Ach, Granger, jetzt tu doch nicht so fromm. Du wolltest, die wollen doch so leben, dann lass sie doch. Ach, Parkinson, du glaubst also, dass Selbstverstümmelung in ihrem Gen liegt und ihnen nicht über Generationen hinweg antrainiert wurde? Da ist nichts antrainiert, die sind so geboren worden. Also, ich habe keine Baby-Elfen, Hauselfen bis jetzt gesehen. Und ich kann mir das schlecht vorstellen. Also, ich habe noch keine Baby-Dementoren gesehen. Luna! Also, dass das Wiesel dabei ist, habe ich mir ja schon fast gedacht. Aber jetzt, jetzt kenne ich auch die anderen. Pansy, Looney und die Granger. Oh, sind wohl alle hier, um den perfekten Partner an ihrer Seite zu wissen. Moment. Aber mal ernsthaft, Granger. Du wirst doch wohl auch gewöhnliche Wünsche haben. Und was sind deiner Meinung nach gewöhnliche Wünsche? Wenn du Inspiration brauchst, könnten wir auch ein paar Leute aus dem Publikum fragen, nicht wahr? Wer möchte uns erzählen, was er sich am allerliebsten kaufen würde? Mit unendlich viel Geld. Einfach rufen. Siehst du? Granger, das sind gewöhnliche Wünsche. Ja, für gewöhnliche Leute wie dich. Ja gut. Damit das hier auch schnell vorbeigeht, kommen wir jetzt noch zur Schnellfragerunde. Beantwortet mir die nächsten Fragen bitte mit nur einem Wort. Kandidatin Nummer 4. Welcher ist dein Lieblingstrank? Felices. Mona? Felix. Wer ist denn Mona? Felices. Ich dachte, es wäre Felix. Bei Merlin. Jetzt mach weiter, du Hohlbrot. Ich hab nicht vor, den ganzen Tag hier zu verschwenden. Ist ja schon gut. Okay, Kandidatin Nummer 1. Was ist dein Lieblingszauber? Oh mein Gott, bei Merlin, da gibt es so viele. Also ich mag Wingardium Leviosa, Bombarda, Expecto Patronum, Accio, Lumos... Ein Wort! Reparo. Du meinst den, den du damals im zweiten Jahr in der Winkelgasse außerhalb von Hogwarts benutzt hast, ohne dafür jemals Probleme zu kriegen? Stimmt. Ja, und das soll auch so bleiben. Also reden wir bitte in der Öffentlichkeit nicht darüber. Sieht ganz so aus, als würden heute noch ein paar Geheimnisse aufgedeckt. Hm? Kandidatin Nummer 2. Lieblingsladen in der Winkelgasse? Twilfit and Tatting. Du kaufst deine Umhänge in diesem Second-Hand-Shop? Das ist kein Second-Hand-Shop. Die Qualität ist genauso überragend wie bei Madame Melkins, nur um einiges preiswerter. Naja, preiswert muss ja kein gutes Merkmal sein. Ist doch logisch, dass ein Malfoy sich nur vom teuersten Preis angezogen fühlt. Egal, die Ware ist doch im Endeffekt identisch. Hauptsache, der Status wird wieder bestätigt. Wer kann, der kann, nicht wahr? Ja, wenn man sonst nichts kann, ne? Das bleibt herauszufinden. Kandidatin Nummer 4. Was ist dein Lieblingswort? Kladderadatsch. Das habe ich ja noch nie gehört. Nicht? Das ist doch ein total bekanntes Wort. Unter Muggeln vielleicht. Na, finden wir es doch heraus. Wer von euch kennt das Wort Kladderadatsch? Oh. Das hätte ich nicht anders erwartet. Gut. Danke für eure ganzen Antworten. Ich habe mich jetzt entschieden. Endgültig.
Also, es war natürlich eine sehr schwere und lange Entscheidung, die ich treffen musste. Die Antworten haben mir natürlich geholfen, in eine ganz bestimmte Richtung zu gehen. Eine Richtung, in die ich schon immer gehen wollte. Und ich glaube, wir wissen alle, dass es die Richtung ist, die ihr alle sehen wollt, die ihr alle hören wollt. Meine Entscheidung, die Kandidatin, mit der ich auf ein Date gehen will. Und ich weiß, sie will es auch. Ich meine, wer könnte zu mir schon Nein sagen? Ist Kandidatin Nummer 4, Ginny Weasley! Moment, was? Nein? Wie nein? Du kannst nicht Nein sagen. Ich mag dein Temperament, das könnte interessant werden. Und wie ich das kann? Denkst du wirklich, dass ich mit dir auf ein Date gehe? Ich bin nicht mal hier, um zu gewinnen, sondern nur, damit weil Hermine nicht alleine gehen wollte. Und eigentlich wollte ich oder hatte ich gehofft, Hermine danach um ein Date zu bitten. Also, ja. Jetzt ist es raus. Also, Ginny, also, weißt du, also eigentlich... Was ist denn jetzt? Ja, also, ist doof gelaufen, aber eigentlich wollte ich Pansy fragen, ob sie mit mir gleich ausgeht. Du verarschst mich gerade. Nee, also es tut mir wirklich leid. Also, ich fühle mich jetzt auch ein bisschen schlecht, aber... Sorry, Rotschopf. Granger weiß halt, wo die Party abgeht. Mach dir nichts draus, Ginny. Du kannst ja auch mit mir vorlieb nehmen. Oh ja, bitte. An das Frettchen da drüben bringen mich keine 10 Manticores. Das könnt ihr nicht machen. Das ist gegen die Regel. Wartet nur, bis mein Vater davon erfährt. Oh, bitte, Draco. Wir machen die Regeln. Ja gut, das klingt doch nicht unbedingt nach mir. Aber die Regeln sind halt da, um irgendwie gebrochen zu werden. Ich würde sagen, Ende gut, und alles zum Thema Love with Pride. Was ein doch interessantes Ende. Da war Hermine ja ein richtiger Meisterdieb, wie sie Pansys Herz gestohlen hat. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. In der nächsten Folge wird unser Herzensbrecher eine Frau sein. Die mutige, mahnende Minerva McGonagall. Vielen Dank nochmal an unsere heutigen Sponsoren, Madame Puddyfoots und Weasleys zauberhafte Zauberscherze. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Fertig. Ich hoffe, man konnte es einigermaßen auseinanderhalten. Ich hoffe, ihr habt die Charaktere gut zuordnen können. Ja, okay, cool.